Willkommen zurück. Du bist bereits gut vertraut mit den hinreichenden Bedingungen für lokales Minima und lokale Maxima und du kannst sie dir hier zur Wiederholung nochmal durchlesen. Des Weiteren weißt du, dass wenn x0 eine Wendestelle ist, dass dann an dieser Stelle die zweite Ableitung verschwindet. Ziel dieses Videos ist es, das Monotonieverhalten und das Krümmungsverhalten einer gegebenen Funktion zu untersuchen, und zwar einer Polynomfunktion vom Grad 3. Als erste Aufgabe in diesem Fenster sollen wir die ersten drei Ableitungen dieser Polynomfunktion ermitteln. Ich habe dir hier unten als Erinnerung die Ableitungsregel für Potenzen hingeschrieben. Mit Hilfe von dieser kannst du die ersten drei Ableitungen finden. Versuch das zunächst alleine und pausiere dazu das Video. Ich habe die Lösungen hier schon vorbereitet und du kannst sie mit deinen Lösungen vergleichen. Sollte dir irgendwann Fehler passiert sein, dann pausiere bitte erneut das Video und ich bin mir sicher, dass du den Fehler, falls du einen gemacht hast, selbstständig finden wirst. Im zweiten Punkt des Fensters sollen wir nun das lokale Minimum und das lokale Maximum von der Funktion f berechnen. Des Weiteren sollen wir das Monotonieverhalten von f angeben. Das heißt, wir sollen bestimmen, in welchen Intervallen die Funktion streng monoton fallend bzw. streng monoton wachsend ist. Versuch das zunächst wieder alleine und pausiere dazu das Video. Wir wissen bereits, dass für Extremstellen die erste Ableitung verschwindet, also 0 wird. Das heißt, wenn wir lokale Minima und lokale Maxima finden wollen, müssen wir die erste Ableitung unserer Funktion 0 setzen. Wenn wir die Gleichung dann aufstellen, also die erste Ableitung 0 setzen und auf x umformen, dann erhalten wir als Lösung x1 ist gleich minus 2 und x2 ist gleich 4. Und die beiden x-Werte sind nun unsere kritischen Stellen, also unsere Kandidaten für Extremstellen. Wieder, nur weil diese beiden Stellen die Bedingung erfüllen, dass die erste Ableitung hier 0 ist, heißt das noch nicht, dass wir wirklich Extremstellen gefunden haben. Es könnte sich genauso gut um Sattelstellen handeln. Und um das zu überprüfen, setzen wir nun die x-Werte in die zweite Ableitung ein. Beginnen wir mit minus 2. Hier erhalten wir f2' von minus 2 ist gleich minus 3 halbe, also kleiner 0. Und aufgrund von dem Ergebnis können wir nun auf das Krümmungsverhalten unserer Funktion schließen. Das heißt, das verrät uns, dass unsere Funktion hier im Bereich von minus 2 negativ gekrümmt ist. Nun wissen wir, unsere Funktion hat bei minus 2 eine kritische Stelle und ist negativ gekrümmt. Das heißt, mit den beiden Informationen zusammen können wir wissen, dass wir bei minus 2 ein lokales Maximum haben. Machen wir dasselbe nun für unsere zweite gefundene kritische Stelle, also für 4. f2' von 4 ist gleich 3 halbe, also größer 0. Das heißt, damit wissen wir, dass unsere Funktion im Bereich von 4 positiv gekrümmt ist. Und wieder, also wir wissen, unsere Funktion hat bei 4 eine kritische Stelle und ist positiv gekrümmt. Das heißt, wir wissen, f hat ein lokales Minimum bei x2 ist gleich 4. Nun sollen wir angeben, in welchen Intervallen die Funktion streng monoton wachsend bzw. fallend ist. Wenn wir zunächst schauen, unsere erste kritische Stelle bei minus 2, wir wissen, dass hier ein lokales Maximum ist. Das heißt, die Funktion ist von minus unendlich bis minus 2 streng monoton steigend, dann von minus 2 bis 4 streng monoton fallend und dann von 4 bis plus unendlich wieder streng monoton steigend. Nun abschließend müssen wir nur noch die gefundenen Extremstellen in unsere Funktion f einsetzen, um die zugehörigen Extrempunkte zu berechnen. Also f von minus 2 ist gleich 8. Damit wissen wir, wir haben einen Hochpunkt bei minus 2, 8 und f von 4 ist gleich minus 1. Also wir haben einen Tiefpunkt bei 4 und minus 1. Bei der dritten Aufgabe sollen wir nun den Wendepunkt von unserer Funktion f berechnen und weiter sollen wir das Krümmungsverhalten von f angeben. Also in welchen Intervallen ist die Funktion positiv bzw. negativ gekrümmt. Versuche das zunächst wieder alleine und pausiere dazu erneut das Video.
Gut, wie wir bereits wissen, verschwindet bei Wendepunkten die zweite Ableitung. Also wir stellen die Gleichung auf, f2' von x ist gleich 0 und formen diese auf x um, dann erhalten wir als Ergebnis x ist gleich 1. Und dieser x-Wert ist nun wieder ein Kandidat für einen Wendepunkt. Wieder, wir können uns noch nicht sicher sein, ob wir wirklich einen Wendepunkt gefunden haben, eine Wendestelle gefunden haben, weil es auch andere Stellen gibt, bei denen die zweite Ableitung verschwinden kann. Zur Überprüfung, ob x gleich 1 wirklich eine Wendestelle ist, setzen wir den Wert in die dritte Ableitung ein, also f3' von 1 ist 1/2, das ist größer 0 und daraus können wir schließen, dass die Funktion f', also die erste Ableitung, bei 1 positiv gekrümmt ist. Nun wissen wir, also, dass die zweite Ableitung bei 1 gleich 0 ist, verrät uns, dass wir das f' bei 1 eine kritische Stelle hat. Und des Weiteren wissen wir, dass es hier positiv gekrümmt ist. Das heißt, wenn wir die beiden Informationen zusammenfassen, dann wissen wir, dass f' bei 1 ein lokales Minimum hat. Und daraus können wir folgern, dass unsere Funktion f vor 1 negativ, also vor der Stelle 1 negativ gekrümmt ist und nach der Stelle 1 positiv gekrümmt ist. Warum? Weil wenn hier die Steigung, also bei 1 soll die Steigung ein lokales Minimum haben, dann muss die Steigung zuerst kleiner werden, also eine negative Krümmung, da wird die Steigung kleiner und danach muss die Steigung größer werden, also eine positive Krümmung. Das heißt, wir können sagen, unsere Funktion f hat bei x ist gleich 1 einen Krümmungswechsel von einer negativen Krümmung auf eine positive Krümmung. Nun können wir auch die Intervalle für unser Krümmungsverhalten angeben, das heißt von minus unendlich bis 1 ist unsere Funktion negativ gekrümmt und dann bei 1 ist ja unser Wendepunkt und dann von 1 bis unendlich ist unsere Funktion positiv gekrümmt. Nun, alles was wir jetzt noch machen müssen, ist die gefundene Wendestelle in unsere Funktion f einsetzen, um uns dann den y-Wert, also den Funktionswert vom Wendepunkt berechnen. Damit wissen wir, der Wendepunkt ist bei 1 und 7/2. Nun, die vierte Aufgabe von dem Fenster ist es nun, die Funktion in das Koordinatensystem einzuzeichnen. Dafür haben wir drei Nullstellen auf der x-Achse markiert. Und wir wissen, also wir kennen unsere Punkte, das lokale Minimum, das lokale Maximum, den Wendepunkt und wir kennen das Monotonieverhalten und das Krümmungsverhalten der Funktion. Mit Hilfe von diesen Informationen wirst du in der Lage sein, eine sehr gute Skizze unserer Funktion f anzufertigen. Versuch das zunächst wieder alleine und pausiere dazu das Video. Gut, wenn wir nun alle Punkte einzeichnen und dann die Punkte miteinander verbinden, entsprechend vom Monotonieverhalten und Krümmungsverhalten, dann bekommen wir diese Funktion hier als Ergebnis. Und hier sehen wir ganz schön, wenn wir das Monotonieverhalten überprüfen wollen, von minus unendlich bis zu unserem Hochpunkt hin, also bis 2 ist die Funktion, also bis zur Stelle x ist gleich minus 2, ist unsere Funktion streng monoton steigend, dann von minus 2 bis 4 ist die Funktion streng monoton fallend und dann von 4 bis unendlich ist wieder streng monoton steigend. Und das Krümmungsverhalten von minus unendlich bis 1, also bis zum Wendepunkt hin, ist die Funktion negativ gekrümmt. Und dann beim Wendepunkt ändert die Funktion ihr Krümmungsverhalten, das heißt von 1 bis unendlich ist die Funktion positiv gekrümmt. Das war's für dieses Video. Im nächsten Video geht's weiter.